Die Lufthansa hat einen neuen Ankeraktionär. Dann hat die British Airways sich dazu durchgerungen, Flugzeuge nicht mehr sauber zu machen, aber auch Gepäck nicht mehr einzuladen. Die Qantas hatte ein ähnliches Problem in Bezug auf Gepäck und musste eine 787 einmal quer durchs Land schicken. Und natürlich nichtsdestotrotz heute wieder eine neue Hilton Promotion. Den Link bzw. den Hinweis habe ich von euch bekommen, von unserer Zuschauerschaft. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier in Palm Springs, bringe euch die News des Tages. Im Prinzip eine Zusammenfassung, was so heute alles passiert ist. Bei uns hier ist morgens 7 Uhr irgendwas, 7.55 Uhr, 5 Minuten vor 8, also vor dem Frühstück für euch noch gearbeitet, mal ein bisschen die News gescannt. Und den Blick wunderschön auf den Palm Springs Flughafen. Ich sehe den Tower von hier, sehe die Flugzeuge von hier, aber leider kommt die Sonne knallhart da drauf. Deshalb wäre für euch da nicht viel zu holen. Aber nichtsdestotrotz, denkt an den Abonnierbefehl, denkt daran, dass ihr den Kanal unterstützt durch euer Like, aber auch durch Kommentare, ganz wichtig, und Glocke an. Also insofern, alle vier Sachen gelten auch hier aus Kalifornien. Ja, zum Lärm, ich weiß nicht, ich hoffe, der Ton funktioniert. Wir sind hier an der Hauptstraße, hätte ich fast gesagt. Das ist die Downtown-Straße, wo auch das Festival immer donnerstags stattfindet. Kleiner Insider-Tipp für euch, wenn ihr nach Palm Springs kommt, guckt, dass ihr donnerstags zum Street-Festival kommt. Ich übernachte immer im Hyatt an in Palm Springs. Ist eine, ja, ehrlicherweise eine abgerockte Bude, aber die Zimmer sind groß und es ist okay. Also insofern, es ist Leiden auf hohem Niveau. Das Bett ist gut. Leiden auf hohem Niveau hat auch die Lufthansa hinter sich nach der Corona-Phase. Ganz einfach, man hatte den Staat ja als Aktionär reinholen müssen, hat auch Milliarden vom Staat als Kredit nehmen müssen, als kein anderer Kredite geben wollte. Das hat man bei Lufthansa ja geändert. Man hat wieder Kredite reingeholt, ist ja auch wieder auf Expansionskurs, indem man zum Beispiel die ITA übernehmen möchte. Das hat auch der Herr Kühne aus Hamburg festgestellt. Der hat gesagt, hey, wir beteiligen uns an der Lufthansa, und er hat seine Beteiligung auf 10,1% hochgeschraubt. Jetzt hat sich auch von der Kühne Holding der CEO oder Holdingchef Karl Gernandt der Frankfurter Allgemeinen geöffnet und hat auch gesagt, man möchte ernst genommen werden und man möchte auch davon partizipieren natürlich, dass man ein Logistiker ist. Kühne ist ja mit Logistik groß geworden. Böse Zungen sagen natürlich, dass er sich in Corona jetzt auch gesund gestoßen hat, aber das ist halt manchmal so, es gibt Gewinner und Verlierer. Insofern hat er sein Geld in die Lufthansa investiert als Langfristinvestment. Das, was natürlich den Hamburger im Allgemeinen etwas verwundert, ist, der Herr Kühne ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass er jemand ist, der dann auch leise ist. Aber der Herr Kühne hat verlautbaren lassen, dass man über sein Investment gar keinen Druck ausüben möchte. Man möchte sich an der Firmenpolitik der Lufthansa nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise beteiligen. Das soll die Lufthansa mal selber machen, so ungefähr. Eventuell ein Aufsichtsratssitz, der dann dabei rauskommen soll. Das ist so die Vermutung und die Hoffnung, die sie halt haben. Lufthansa Cargo hat sich ja auch in der Krise zu einer Gelddruckmaschine entwickelt. Ich hatte es auch an anderer Stelle schon mal erzählt. Man hatte dort aus 3, 8 Milliarden Euro Umsatz 1,4 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Im Gegensatz zur Passage ist das natürlich phänomenal. Auch das EBIT von 772 Millionen Euro ist impressive, muss man ehrlicherweise sagen. Nun gut, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Vielleicht kriegt er einen Aufsichtsrat Posten, vielleicht wird er selber der Aufsichtsrat, oder er schickt jemanden. Und der Staat mit seinen 14% will ja bis spätestens 2023, Frühjahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch raus sein. Wer auch raus möchte, sind viele Passagiere. Das heißt also, viele Kunden der Lufthansa-Gruppe möchten fliegen. Eurowings expandiert als diese Holiday-Leisure-Marke. Und sie möchten mit Eurowings Discover nach Las Vegas, aber auch weiter dann nach Tampa, Florida fliegen. Also Nordamerika-Ziele, aber sie haben keine Flugzeuge. Deshalb hat man sich zum Beispiel im innereuropäischen Verkehr bei Air Baltic schadlos gehalten. Jetzt ist man hingegangen und hat gesagt, hey, wir wollen auch bei der Finnair Flugzeuge bekommen, und das hat man auch gemacht. Natürlich, Finnair ist bei der Luftraumsperre natürlich in Popo gekniffen, ganz besonders, weil man eine russische Grenze hat. Und mit Topi Manner habe ich ja auch drüber gesprochen, ist es halt ein Riesenproblem, nach Asien zu fliegen, überhaupt Gewinn bringt. Mein Singapur-Flug
nächsten Monat. Ich weiß übrigens nicht, ob ich den wahrnehme, muss ich gucken, ob ich den verschiebe. 2,5 Stunden länger und das ist natürlich Riesengeld. Also insofern wird man 3 Strecken konkret für die Eurowings nach Amerika fliegen, also eine Win-Win-Situation für die Eurowings, aber auch für die Finnair, dass man die Flugzeuge los wird. Man fliegt also Frankfurt, Las Vegas und dann macht man Tampa und von München fliegt man auch nochmal nach Las Vegas. Als Weiteren für die Flüge bittet die Fluggesellschaft auch um Erlaubnis, die IATA-Codes der Lufthansa-Gruppe zu nutzen. Das heißt also im ganz Besonderen Lufthansa, Swiss, Austrian hinzuzufügen. Also insofern schauen wir mal, was das Department of Transportation dazu sagt. Ja, also man hat auch 9 aktive A330 in der Flotte, aber man ist halt relativ knapp und die Ziele, die sie anfliegen wollen, ich will sie euch auch nochmal nennen, ich lese sie schnell einfach ab. Das wären halt dieses berühmt-berüchtigte Las Vegas, Salt Lake City, Fort Myers, Anchorage, Phoenix, Halifax, Calgary, Panama, Victoria Falls und Kilimanjaro, die hinzukommen. Finnair dürfte für die Airline dann auch mit den 330ern fliegen, das heißt also, es kommt die alte Business Class zum Zuge. Die neue werden sie wahrscheinlich für sich selber beanspruchen. Ich selber bin ja auch mit der Finnair nach Los Angeles geflogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der Sitz ist okay, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist tippitoppi. Also für mich war er zu eng, aber auch zu kurz. Aber da es sich um einen Tagflug gehandelt hat, war es für mich eh nur zum Flezen. Und der Service ansonsten essensmäßig tippitoppi. Also gab es nichts zu beschweren, aber da wird Eurowings gekatert. Wo es nicht ganz so tippitoppi lief, das war in Australien bei der Qantas. Die Qantas hatte Probleme und zwar hatte man zwischen Melbourne und Sydney, also quasi einmal komplett durch die Bude fast geflogen, hatte man das Dilemma, also quasi von unten nach oben so, halb durch. Bin ich übrigens mal mit dem Auto gefahren an der Küste entlang, sehr zu empfehlen und macht eine Übernachtung, weil das echt ein langes Stück ist. Also auf jeden Fall ist es so, dass man da sich entschieden hatte, dass man die Passagiere ohne das Gepäck fliegen lässt und sagt lieber ankommen als alles andere. Und das hatten die in der Presse und in den Social Media Kanälen nicht ganz so positiv entgegengenommen. Ich glaube, ich wäre auch etwas unentspannt, wenn mein Gepäck nicht angekommen wäre. Und dann wollte man das einfach auf spätere Flüge tun. Aber das Problem ist, dass die Menge an Gepäck, die man ja von seinen Passagieren getrennt hatte, wie es im Englischen so heißt, sehr viel größer war, als man dachte. Also insofern musste man dann eine 787 einfach mal hinschicken ohne Passagiere, die dann einfach einen Sonderflug gemacht hat. Und am besten ist natürlich das Thema, deshalb, weil es Osterwochenende ist mit 4.600 Flügen und dann läppert sich sowas. Also insofern finde ich das dann doch eine gute Idee. Aber spannend ist natürlich wie immer, es wird Covid als Entschuldigung genommen, weil natürlich 50% des Personals beim Handling ausgefallen sein sollen zu dem fehlenden Personal. Ich höre dich nackt hier halt trapsen, so ungefähr in Berlin, Hamburg, Frankfurt ist das ja auch immer das Thema. Gerade startet eine Maschine von der Southwest, wenn ich das richtig sehe. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Aber dafür hatten wir den Live-Feed aus Los Angeles vom Airport. Ja, also insofern, man hat von Qantas auch noch 200 Leute aus dem Head Office rübergebracht und die haben geholfen. In Europa ist dieses nicht ganz fremd. Ja, ganz genau, das ist auch in Europa passiert. Nicht nur, dass British Airways halt diesen Meltdown hatte, wo der IT-Service nicht funktioniert hat und man Passagiere wirklich gar nicht fliegen konnte, weil die Flüge gar nicht losgingen, hat man ja dann die Business Class verschlimmbessert. Ich weiß, es war temporär, hatte ich auch gesagt in dem Video, dass man da einfach guckt, dass die, ich muss mal darauf achten, dass die Sonne übrigens nicht zu weit wandert, dass es euch blendet gleich, dass die British Airways da dann Dreierbelegung in der Business Class Reihe gemacht hat, wo normalerweise der Sitzplatz in der Mitte frei ist. Man hat sich da dann auch dazu durchgerungen, jetzt übers Osterwochenende auch, dass das Gepäck auch ohne die Passagiere fliegen muss. Das heißt also, die Passagiere fliegen vor. Und man hat dann einfach auch davon Abstand genommen, Flugzeuge sauber zu machen. Ich sage jetzt mal so, ehrlicherweise habe ich das bei British Airways, ihr könnt mich korrigieren, nie wirklich als besonders sauber empfunden. Und ich finde es einfach schade, einmal wie Leute die Plätze hinterlassen, aber natürlich auch auf der anderen Seite, wenn man natürlich das Flugzeug viele, viele Rotationen nicht sauber macht, das läppert sich auch mit den Krümeln. Also es ist schon ekelhaft. Aber natürlich, das Problem bei British Airways ist neben Covid auch, dass man eine zu dünne Personaldecke hat. Also insofern schauen wir einfach mal nach, was da passiert. Besser ist es natürlich, als bei, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren war das bei British Airways ja auch schon mal, dass sie so einen Meltdown hatten. Und das Problem, wie sie es gelöst hatten, war einfach, man hat den Leuten die Kompensation gegeben, die maximalen 1.100 irgendwas Sonderziehungsrechte.
und hat denen dann das Geld ausgezahlt und hat dann das ganze Gepäck nach Italien gefahren und hat das dort verbrannt. Also da wäre ich erstmal komplett durchgedreht. Eine schöne Aktion erstmal, um was Positives zum Ende des Videos wie immer zu machen, ist natürlich übrigens kommentiert unten, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet, was eure Meinung dazu ist. Also inwieweit ihr sagt, naja, lass mir den Gepäck lieber losfliegen, kein Gepäck, oder na, da warte ich lieber auf das Gepäck, oder scheißegal, ob die mein Gepäck verbrennen, ich will die Knete haben. Also wie gesagt, die Knete will ich auch haben, wenn es verbrannt hatten, aber da würde ich echt komplett durchdrehen. So, das letzte Thema, und das habe ich von einem Zuschauer geschickt bekommen, als Hinweis, als Erinnerung, dass ich das auch machen soll. Danke dafür, habe ich jetzt auch natürlich direkt auf die Liste gesetzt. Das ist Hilton Honors. Hilton Honors hat wieder eine Promotion. Auch wenn man auch im Hilton, im Hyatt ist, kann man Hilton Promotions nennen. Die nennt sich More Nights, More Points. Die gilt ab dem 2. Mai bis zum 5. September 2022. Wie funktioniert diese Promotion? Also, wenn wir da ein Beispiel nehmen. Man übernachtet 2 Nächte, die Nacht kostet 100 US-Dollar pro Nacht. Würde man ja 2000 Base-Punkte bekommen. Man bekommt dann nochmal 2000 Punkte Elite-Bonus, 1000 My-Way-Bonus und nochmal 2000 Bonus-Punkte, was ein totales von 7000 Punkten sind. Warum? Ganz einfach, weil du kriegst ja 10 Punkte pro US-Dollar-Umsatz, dann 100% Base-Points-Bonus, dann kriegst du ja noch diese My-Way-Promotion und dann natürlich 10 Punkte pro US-Dollar aus dieser More Nights, More Points-Promotion. Also insofern eine coole Sache. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist es so, man muss sich anmelden. Natürlich, die Anmeldung ist auch offen ab jetzt. Im Prinzip bekommt man für die Promotion, wenn man 2 Nächte übernachtet, einmal die Base-Punkte nochmal neu. Oder aber auch, wenn man 3 Nächte bekommt in der Promotion-Period, dann kriegt man nochmal Verdoppelung. Das heißt also zum Beispiel, wenn man beim zweiten Beispiel ist, wo man 4 Nächte bleiben müsste, wo die Nacht 100 Dollar kostet, würde man 4000 Punkte bekommen, würde 8000 Punkte bekommen, würde also 12000 Punkte doppelt bekommen. Also ihr seht, es lohnt sich, da mitzumachen. Wer von euch hat sich angemeldet, kann sich da unten verewigen, kann sagen, ich habe mich angemeldet zur Promotion. Ihr könnt natürlich auch andere Themen immer wieder unten in der Kommentarspalte besprechen. Vergesst aber das Like nicht, den Abonnierbefehl wie immer. Abonniert den Kanal und lasst die Glocke klingeln, damit ihr informiert werdet, wenn wir vielleicht wieder live gehen von irgendeinem Flughafen. Wer weiß, wann ich das wieder mache. Vielleicht habe ich Lust dazu. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart am Heiligen Freitag. Insofern hoffe ich, dass ihr da alle gut jetzt über die Osterzeit hinwegkommt. Ich selber werde heute dann weiter nach Norden wieder fahren, aus Palm Springs weg. Hier ist zwar Coachella, hier ist das berühmt-berüchtigte Wochenende, wo die Leute in der Wüste das Ganze zum Beben bringen. Ich selber werde aber wieder nach Anaheim gehen, da ins Hyatt Regency als Hyatt Aficiando und von da aus dann zum Pazifik die Füße da reinhängen. Ich glaube, ich habe es mir verdient, oder? Also, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Take off und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und schauen wir mal, ob wir Mario gerade zu kriegen. Mario, viele Grüße. Übrigens war es Pittsburgh, nicht Philadelphia. Weiß auch nicht, warum ich da... Aber es ist Hauptsache mit P und Hauptsache Spanien oder wie was. Also, bis dann. Ciao.